Meine Herren, Sie können gehen. Hören Sie, Kranz, ich mache mir Sorgen. Sie haben in diesem Jahr mehrfach unentschuldigt gefehlt. Außerdem haben Ihre Leistungen deutlich nachgelassen. Für Scheller und seine feinen Freunde sind Sie höchstens als Emporkömmling interessant. Kommt doch morgen mit raus aufs Sommerhaus nach Marlow. Meine Eltern sind weg und es gibt was zu feiern. Lass unser Wunderkind doch heim in seinen Hinterhof. Klappe, Macke. Schaffst du es heute Nachmittag? Mein Zug geht jedenfalls um 4:15. Mokka-FD. Ich habe es auch durchschickt, danach gebe ich einen aus. Von mir aus? Mal sehen. Du legst der Puppe. Viele sterben zu spät und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die Lehre, stirbt zur rechten Zeit. Also lehrt es Zarathustra, stirbt zur rechten Zeit. Ich hätte gern all diese Bücher noch gelesen. Du kannst sie ja haben. Ich schenke sie dir. Was ist denn das? Keine Ahnung. Irgend so eine komische Horoskoporgel von meiner Mutter. Ich gehe in die Schule. Heute ist gar keine Schule, Ellie. Glück, denn ab heute bin ich Ihr Verteidiger und werde versuchen, Ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die man um Ihren Hals gelegt hat. Ich habe veranlasst, Ihren Prozess um 3 Monate zu verschieben, damit überhaupt der Hauch einer Chance besteht, Ihren Fall in ein anderes Licht zu rücken. Wie es aussieht, wird der Staatsanwalt Sie wegen Doppelmords verklagen. Er stützt sich dabei vor allem auf die Aussagen Ihrer Freundin Hilde. Ja, es tut mir leid. Aber dieses Mädchen hat Sie in mehreren Verhören schwer belastet. Ich werde versuchen, vor Gericht Ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Denn einiges scheint mir doch mehr als widersprüchlich zu sein. Erzählen Sie mir als Erstes von Ihrem Selbstmordverein. Danke. Es gab keinen. Das war ja alles nicht ernst gemeint. Da hat keiner dran geglaubt. Außer Günther vielleicht. Und Fehu? Das war einfach nur ein Wort. Es hat aber keine Bedeutung. Das werden Sie niemandem erzählen. Eure Selbstmordgeschichte ist vielleicht Ihre einzige Chance, heil aus der Sache rauszukommen.
Was haben Sie eigentlich getan, als das Fest vorbei war? Wir sind nach Hause gefahren. Alle vier? Ja, alle vier. Hans, Hilde, Günther und ich. Wir gehörten zusammen. Es war irgendwie klar. Tag, Herr Tröger. Tag, Scheller. Wann kommen Ihre Eltern zurück? Am Samstag, glaube ich. Samstag war bereits gestern, junger Mann. Mittwoch. Passt dir das Hemd? Ich habe ein bisschen Hunger eigentlich. Ja? Ich guck mal in der Küche. Wird sich schon was finden. Sonst noch jemand was?